Ein herzliches Willkommen hier in der Deutz Fahr Arena in Lauingen. Es freut uns sehr, Ihnen heute die neueste Generation der Serie 7 TTV vorstellen zu dürfen. Im Deutz Fahrland gefertigt, dem modernsten Traktorenwerk Europas, bietet sie eine perfekte Kombination aus Leistung sowie kompakter Bauart und ist daher ideal für Transport-, Zug- und Zapfenarbeiten geeignet. Die neue Serie 7 TTV umfasst zwei Modelle, 7250 TTV und 7250 TTV HD, eine Heavy-Duty-Ausführung speziell für extreme Einsätze konzipiert. Dazu aber später mehr. Unter der Motorhaube der neuen 7250 TTV arbeiten die bekannten und bewährten Deutz Stufe 5 Motoren mit nun 247 PS Maximalleistung. Neben der Motorleistung wurde auch das maximale Drehmoment erhöht. Es beträgt jetzt beeindruckende 1072 Newtonmeter. Als Konsequenz können Sie bei der Arbeit die Motordrehzahl niedriger halten und somit Kraftstoff sparen. Und dies trifft auch bei Transportarbeiten zu. Denn der neue 7250 TTV erreicht 60 km/h nun bei niedrigen 1799 Motorumdrehungen. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen werden Sie von den Fahreigenschaften der neuen Serie 7 TTV begeistert sein. Für ein ruhigeres Fahrverhalten haben wir den Radstand um 50 mm vergrößert. Zudem kommt ein neues, stufenloses TTV-Getriebe zum Einsatz. Ein extremzügiger Richtungswechsel, eine schnelle und unterbrechungsfreie Beschleunigung sowie eine extreme Zugleistung bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad sind nur einige der Stärken des neuen, stufenlosen TTV-Getriebes. Lassen Sie uns die Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst im Detail genauer anschauen. Das neue stufenlose TTV-Getriebe wurde von Grund auf neu entwickelt. Hierbei standen die Effizienz, Langlebigkeit und extreme Zugleistung im Vordergrund. Nach Zehntausenden von Entwicklungs- und Teststunden ist das Ergebnis ein neuer Meilenstein im Bereich der stufenlosen Fahrantriebe in der Landtechnikbranche. Das einzigartige stufenlose TTV-Getriebe. Dank des separaten Clean Oil Hydrauliksystems wurde die Ölmenge im Getriebe optimiert, Planschverluste somit vermieden und die Effizienz erhöht. Daneben konnten die Getriebeölwechselintervalle auf 2000 Stunden verlängert werden. Wie bei allen TTV-Getrieben beinhaltet auch das neue TTV-Getriebe je eine Kupplung für die Vorwärts- sowie Rückwärtsfahrt. Zudem zwei Bereichskupplungen für die erste sowie zweite Fahrstufe. Im Zusammenspiel mit dem mehrstufigen Planetengetriebe und den Hydrostaten entstand einem Aufbau einfaches, jedoch sehr effizientes hydromechanisches leistungsverzweigtes Getriebe. Eine Besonderheit des TTV-Getriebes weist hierbei der Hydrostat auf. Denn je nach Fahrgeschwindigkeit arbeiten die hydraulischen Einheiten entweder als Hydropumpe oder als Hydromotor. Möglich macht dies das zweistufige Planetengetriebe in Verbindung mit den Bereichskupplungen. Lassen Sie uns nun aber losfahren. Wie bei allen TTV-Getrieben bietet auch das neue stufenlose TTV-Getriebe die Power Zero Function. Hierbei wird der Traktor nach Vorwahl der Fahrtrichtung ganz ohne Ihr Zutun im aktiven Stillstand gehalten. Möchten Sie nun beschleunigen, geschieht dies in der ersten Fahrstufe ganz ohne mechanische Schaltvorgänge und immer ruckfrei. Während der zügigen Beschleunigung des Traktors nähern sich die Drehzahlen der Bereichskupplungen bis zum perfekten Synchronlauf an. Hier wechselt das Getriebe vollautomatisch in die zweite Fahrstufe. Da der Gruppenwechsel innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde stattfindet, nimmt dies der Fahrer nicht wahr. In der zweiten Fahrstufe verändert sich der gesamte Kraftfluss im Getriebe. Die Aufgaben der hydraulischen Einheiten werden getauscht. Der Hydromotor arbeitet nun als Hydropumpe, die Hydropumpe arbeitet nun als Hydromotor. Möglich macht dies das mehrstufige Planetengetriebe, welches den Kraftfluss nicht nur in den mechanischen und hydraulischen Bereich aufteilt, sondern im Anschluss auch wieder zusammenfügt. Dank dieses innovativen Aufbaus bietet Ihnen das neue stufenlose TTV-Getriebe den besten Technologiemix.
damit Sie Ihre Arbeit noch schlagkräftiger, komfortabler und effizienter verrichten können. Für minimale Bodenverdichtung und maximale Zugleistung haben wir die neue Serie 7 TTV mit einem größeren Hinterreifendurchmesser entwickelt. Dieser beträgt nun, wie schon bei der neuen Serie 8 TTV, 2,05 Meter. Um Ihnen eine Nutzlast von bis zu 6 Tonnen zu bieten, wurde zudem das zulässige Gesamtgewicht auf 15,5 Tonnen erhöht. Für verbesserte Traktion, Komfort und Sicherheit ist die intelligente Vorderachsfederung serienmäßig, was, je nach Höchstgeschwindigkeit, auch für die trockenen Scheibenbremsen gilt. Dank Vorderreifen der Größe 665 R30 sowie eines neuen Vorderachslayouts konnte der Wendekreis um knappe 2 Meter reduziert werden. Mit einem Radius von nur noch 5,95 Meter ist die neue Serie 7 TTV daher merklich wendiger geworden und gibt Ihnen die Möglichkeit, das Vorgewende auf ein Minimum zu reduzieren. Die Motorhaube der neuen Serie 7 TTV hat nicht nur eine Lichtfunktion erhalten, sondern fällt nun auch steiler ab. Zudem wurde die Kabinenposition erhöht, um eine noch bessere Übersicht zu gewährleisten. Für den Frontkraftheber der neuen Serie 7 TTV ist auch die Dual-Speed-Frontzapfwelle lieferbar. Diese bietet Ihnen 2 Drehzahlen und kann somit auch mit den Eco-Heckzapfwellen-Drehzahlen verwendet werden. Für maximale Effizienz unter allen Bedingungen. Dank des neuen Clean Oil Hydrauliksystems wurde die entnehmbare Ölmenge im Vergleich zum Vorgänger auf nun stattliche 90 Liter verdoppelt. Und für eine maximale Betriebszeit muss das Hydrauliköl nur alle 2000 Stunden gewechselt werden. Werfen wir nun einen Blick auf die Zapfwelle, die Hydraulikanlage und den Heckkraftheber. Die Hubkraft von 10 Tonnen wurde beibehalten, jedoch zusätzlich eine Transportposition für die Unterlenker hinzugefügt. Daneben sind wir Ihren Wunsch nach erhöhter Pumpenleistung nachgekommen. Wie schon bei der Serie 8 TTV bieten wir Ihnen nun optional eine 210 Liter Load Sensing Pumpe an. Für maximale Vielseitigkeit stehen Ihnen zudem bis zu 8 Zusatzsteuerventile zur Verfügung, 5 davon im Heck. Und die elektronisch geschaltete Heckzapfwelle mit ihren 3 Drehzahlen verfügt nun über eine Neutralstellung für einen noch komfortableren Maschinenanbau. Selbstredend ist auch die neue Serie 7 TTV mit Isobus der neuesten Generation ausgestattet. Dank der Mitgliedschaft von Deutz Fahr im dazugehörigen Verband ist eine 100%ige Kompatibilität mit allen zertifizierten Isobus-Anbaugeräten garantiert. Weitere Informationen zum Thema Isobus finden Sie unter deutzfahr.com. Wenn Sie nach einem leistungsstarken Frontladertraktor suchen, dann ist die neue Serie 7 TTV genau das Richtige für Sie. Erstmalig bieten wir Ihnen auch in dieser Leistungsklasse die voll integrierte Frontladervorbereitung ReadyKit an. Diese wurde zusammen mit dem Profiline-Frontlader FZ80.1 perfekt auf den Traktor abgestimmt. Mit einer Aushubhöhe von über 4,5 Metern sowie einer Ausbrechkraft von über 3750 Dekanewton werden Sie von der Schlagkraft und Leistungsfähigkeit begeistert sein. Schnelle Ladezyklen bei gleichzeitig hohem Komfort werden dank der 210 Liter Hydraulikanlage, der einstellbaren Easy Steer Schnelllenkung sowie den einstellbaren Power Shuttle erreicht. Blicken wir nun aber in die Maxi Vision Kabine. Wie auch schon für die Serie 8 TTV haben wir die Kabine für die Serie 7 TTV noch schöner und ergonomischer gestaltet. Für besten Komfort wurde die Position der pneumatischen Kabinenfederung optimiert. Der Max Dynamic Ledersitz bietet jetzt zusätzlich zum aktiven Klimasystem auch einen 22 Grad Drehadapter. Neben der Monitorschiene haben wir auch 2 USB-Ladegeräte integriert, um Ihre mobilen Geräte den ganzen Tag über einsatzfähig zu halten. Und die Klimaanlage bietet 2 zusätzliche Düsen und ein verbessertes Filtersystem für maximale Luftmenge bei gleichzeitig ruhigem Betrieb. Dank den neuesten Technologien für Spurführung und Telemetrie erreichen Sie mit der neuen Serie 7 TTV maximale Effizienz und Präzision an langen Arbeitstagen. Eine zuverlässige und präzise Positionierung wird dank dem neuen SR20-Empfänger sichergestellt, welcher verschiedenste Satellitensysteme, darunter auch das neue europäische Galileo-Satellitensystem, empfängt. Daneben wechselt das neue Modem zur Nutzung von RTK Entrip immer in das lokal bestverfügbare Mobilfunknetz. Zudem ist es für stabilsten Empfang auch LTE-fähig. Für maximalen Fahrkomfort
kann die Autoturn-Funktion aktiviert werden, welche den Traktor am Vorgewende automatisch und ohne manuelles Zutun wendet. Aber nun lassen Sie uns in die MaxiVision-Kabine hineinschauen. Der iMonitor 3 ist Ihr zentrales Bedienelement und vereint verschiedenste Funktionen wie Spurführung oder Traktoreinstellungen. Bis zu 4 Kameras können dargestellt werden. Auch die Bedienung der optional erhältlichen Reifendruckregelanlage ist in den iMonitor integriert. Für beste Sicht und einfache Bedienung folgt er der Bewegung der Armlehne. Für erweiterten Bedienkomfort können Sie das MMI mit 3 programmierbaren Kurzbefehltasten verwenden. Die Benutzeroberfläche des iMonitors wurde überarbeitet und auf der Getriebehauptseite wurden 3 individuelle Bereiche hinzugefügt. Da der iMonitor eine Vielzahl an Funktionen zeitgleich darstellen kann, gibt es die Möglichkeit, den Bildschirm zu erweitern. Mit Extend kann ein Tablet mit dem iMonitor verbunden werden, um die Spurführung oder das Isobus Universalterminal extern anzuzeigen. Da das Tablet kabellos mit dem iMonitor verbunden ist, können Sie es bequem von außerhalb der Kabine bedienen und direkt am Anbaugerät Einstellungen vornehmen. Ohne Extend wird das Isobus Anbaugerät im iMonitor angezeigt. Eine Vielzahl an weiteren standardisierten Isobus-Funktionen stehen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Zuweisung von AUX-N-Bedienfunktionen auf verschiedene Tasten oder das Verarbeiten von Applikationskarten. In Verbindung mit Section Control können vollautomatisch bis zu 200 Teilbreiten ein- und ausgeschaltet werden. Zusammen mit der Verarbeitung von teilflächenspezifischen Daten, wie zum Beispiel einer Applikationskarte, können Kosten, Zeit und Aufwand gespart werden. Um Ihre tägliche Arbeit noch weiter zu erleichtern, ist die neue Serie 7 TTV TIM Ready. TIM erlaubt eine Kommunikation zwischen Traktor und Anbaugerät in beide Richtungen. Das Ergebnis? Das Anbaugerät steuert automatisch bestimmte Funktionen des Traktors. Da die Maschine so optimal ausgenutzt werden kann, steigert TIM die Effizienz und Qualität der Arbeit, während der Fahrer zeitgleich entlastet wird. Da die Zugänglichkeit von nützlichen Daten im Alltag immer mehr an Bedeutung gewinnt, beinhaltet die neue Serie 7 TTV standardmäßig ein Datenpaket. Kostenlos im ersten Jahr bietet es eine Lizenz für das SDF-Flottenmanagement. Mit diesem können Sie maschinenspezifische Daten in Echtzeit empfangen, dadurch den Traktor analysieren, überwachen und Einsätze optimieren. Zudem beinhaltet es einen Fernzugriff, um im Bedarfsfall sofortige Unterstützung durch den Händler zu erhalten. Wenn Sie Daten zwischen verschiedenen Endpunkten wie iMonitor, Ackerschlagkartei und anderen Softwareprogrammen austauschen möchten, ist der AgriRouter das perfekte Werkzeug für Sie. Die Austauschplattform transportiert die Daten zuverlässig vom iMonitor zum gewünschten Endpunkt. Das vereinfacht Ihre Arbeitsprozesse, reduziert den Zeitaufwand im Büro und verbessert die Effizienz, da mehr Zeit für andere wichtige Dinge bleibt. Um Ihre tägliche Arbeit noch einfacher zu machen, standen bei der Entwicklung der neuen Serie 7 TTV die beste Funktionalität sowie geringste Wartungsaufwände im Vordergrund. Damit Sie auch die längsten Einsatztage überstehen, fasst der Tank nun 505 Liter. Mit dem im Tank integrierten Druckluftanschluss können Sie die Kühler und die Kabine reinigen. Die dafür benötigte Druckluftpistole samt Schlauch kann komfortabel im zusätzlichen Werkzeugkasten oberhalb des Tanks gelagert werden. Der unter der Motorhaube installierte Luftfilter verfügt über ein automatisches Vorreinigungssystem. Dahinter liegt das bewährte Kühlpaket aus Aluminium, welches sich zum Reinigen mit nur einem einzigen Hebel öffnen lässt. Und der Kühlwasserstand kann nun komfortabel von der rechten Seite aus überprüft werden. Neben den 2000 Stunden Ölwechselintervallen von Getriebe und Hydrauliköl haben wir auch die Motorölwechselintervalle verlängert. Dank nun 1000 Stunden reduziert sich der Wartungsaufwand und die Betriebskosten auf ein Minimum. Daneben haben wir für eine noch schnellere tägliche Wartungsroutine die Position der Ölstandsgläser optimiert. Neben den Schaugläsern des Getriebe- und des Frontzapfwellenöls lässt sich nun auch der Ölstand des Clean Oil Hydrauliksystems leicht kontrollieren. Unterhalb der zweiten Werkzeugkiste befindet sich die Batterie, welche nun besser hinter einer Abdeckung geschützt ist. Für erhöhten Komfort haben wir einen Überbrückungspol integriert. Zur Überprüfung der Sicherungen können Sie die Testfunktion auf der Platine in der Kabine nutzen. Im Heck wurden die Anschlüsse bewusst tief angeordnet, damit Sie Ihre Anbaugeräte leicht ankuppeln können. Sollten Sie diese an die K80 kuppeln, profitieren Sie von einer Stützlast von 4 Tonnen
und dies sogar bei 60 km/h. Je nach Ihren Anforderungen kann die neue Serie 7 TTV mit einem hydraulischen, einem pneumatischen oder einer Kombination aus beiden Anhängebremssystemen ausgestattet werden. Das hydraulische Bremssystem bietet eine Dual-Mode-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, neue und alte Anhänger anzuschließen. Daneben beinhaltet das pneumatische Bremssystem jetzt ein patentiertes Advanced Trailer Brake Management, kurz ATBM. Für verkürzte Ansprechzeit beauftragt ATBM Druck, sobald Schub erkannt wird. Während des Bremsvorgangs optimiert es zudem die Bremsleistung der Anhänger. Somit wird der Bremsweg signifikant reduziert und die Stabilität beim Bremsen erhöht. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Komfort für den Fahrer. Das neue DAB Plus Radio verfügt über eine Freisprechfunktion. Über das Infocenter Pro haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre letzten Anrufe. Und über Bluetooth können Sie Ihre Lieblingssongs direkt von Ihrem Smartphone aus abspielen. Das nun geteilte Handgas werden Sie sicherlich zu schätzen wissen. Denn damit können Sie nun kinderleicht die minimale Motordrehzahl festlegen, während Sie mit dem Eco Power Potentiometer die maximale Drehzahl begrenzen. Für erhöhte Sicherheit im schnellen Transport ist für die neue Serie 7 TTV eine Motorbremse lieferbar. Diese aktiviert für eine optimierte Verzögerung vollständig den Viscolüfter. Ein signifikanter Sicherheits- und Komfortgewinn, nicht nur in alpinen Regionen. Die 23 LED-Arbeitsscheinwerfer generieren eine Lichtleistung von 50.000 Lumen. Damit bleiben Sie auch zu später Stunde voll konzentriert. Und dank der Coming-Home-Funktion können Sie den Abstellplatz Ihrer neuen Serie 7 sicher verlassen. Sie sehen, die neue Serie 7 TTV ist ein wahres Multitalent und bietet die besten Technologien für professionelle Landwirte und Lohnunternehmer. Wie eingangs erwähnt, ist sie zusätzlich in einer speziellen HD-Ausführung für extreme Einsatzbedingungen lieferbar. Der neue 7250 TTV HD bietet Ihnen neben einem Gesamtgewicht von 16 Tonnen eine Hubkraft von 11,1 Tonnen im Heck. Sollten Sie überwiegend schwer mit dem Frontlader arbeiten, profitieren Sie zudem von einer verstärkten Vorderachse. Und für noch besseren Vortrieb sorgen die größeren Reifen in der Front. Mit der neuen Serie 7 TTV haben Sie immer einen komfortablen und leistungsstarken Partner an Ihrer Seite, welcher Ihnen als 7250 TTV maximale Wendigkeit bei einem perfekten Leistungsgewicht oder als 7250 TTV HD maximale Zuladung sowie eine erhöhte Hubkraft bietet. Hergestellt im Deutz Fahrland in Lauingen vereinen beide exzellente Leistung mit herausragender Qualität und innovativer deutscher Technik. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie deutzfahr.com und wenden Sie sich an Ihren Deutz Fahrhändler vor Ort, um noch mehr zu erfahren und eine Vorführung zu vereinbaren. Seien Sie einen Schritt voraus mit der neuen Serie 7 TTV von Deutz Fahr.